Jo Leute, was geht da und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Binding of Isaac Take 3. Wir nehmen Isaac, weil mit Isaac komme ich eigentlich immer recht weit und ich habe heute ein Themchen, ich wollte gerade sagen, vorbereitet und darauf will ich mich einfach nicht vorbereiten, weil ich schon wieder so. Da kriege ich einen Hals von. Nämlich einer Fernsehserie eines Senders, der pleite ist, weil ihn absolut niemand freiwillig anschaut, weil absolut nichts Tolles darauf läuft. Butterfly. In Verbindung mit Menschen, die mal irgendwo für irgendwas bekannt sind und die jetzt aber auch keiner mehr sehen will, weil sie scheiße sind. Und David Hasselhoff. Und wir bekommen Magic Mushroom All Stats Up. Ja. Die Rede ist natürlich von Rummy Big Brother. Wobei ich Promi Big Brother jetzt schon wieder nicht sagen möchte, sondern nennen wir es One Take Wonder Big Brother. Das trifft nämlich um einiges besser als das, was es ist. Oder als was dargestellt wird, nämlich Big Brother für Promis. Wollt ihr mich verarschen? Promis. Bis auf David Hasselhoff weiß ich nicht mal, wer da drin ist. Es interessiert mich nicht, weil diese Menschen langweilig sind. Ohne Witz. Ich finde David Hasselhoff nicht gut. Das ist meine Meinung. Ich finde... Ich finde, David Hasselhoff hat bis auf Knight Rider, wobei ich die alte Serie ganz ehrlich nicht so mag, ich finde die neue persönlich besser. Einfach nur wegen den Schauspielern. Ja, hasst mich, ich finde die neue Knight Rider Serie besser, aber darum geht's gerade nicht. Ich finde ihn schon nicht gut. Der hat ja am Tag des... Gestern hat die Serie, glaube ich, angefangen, heute wurde bekannt gegeben. Oder es wurde schon bekannt gegeben. Ich habe es nur auf Facebook kurz gelesen. Auf N24. Die haben zu ihren Online-Sachen haben die gelegentlich oder haben sie eigentlich oft Status, in denen sie so ein bisschen was dazu schreiben. Da dachte ich mir, ich will mir mal wieder die volle Packung Assi-Haftigkeit geben und lese mir so irgendwie halbwegs den Scheiß durch. Ich hab's kurz überflogen und alles, was ich rausgezogen habe, ist, dass David Hasselhoff gegangen ist und Oliver Pocher den ganzen Müll moderiert. Kann doch nur eine geile Serie werden. Für alle, die wissen, obwohl es könnte. Das ist gerade komplett spontan. Ich habe gestern den letzten Part Binding of Isaac hochgeladen für den Rest der Woche. Und nach dem Raum schaue ich kurz nach, wer da alles drin ist. Wir benutzen natürlich Google. So. Das erste, was kommt. Die fachliche Unverschämtheit Promi Big Brother. Promi Big Brother 2013, Sat.1. Das erste, was ich lese, heißt Jenny Duschig. Es wird feucht für Natalie. What the fuck? Gott. Da will ich schon gar nicht mehr weiterlesen, da will ich weiter zocken. Wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt unglaublich spontan. Es kann sein, dass ich das hier sogar noch mal cutten muss.
Hourglass. Wer ist da alles dabei? Teilnehmer 2013. Es wurde ja viel spekuliert. Mareike Amando moderierte von 1990 bis 1998 die RTL-Kindersendung Mini-Playback-Show. Wer? Der Boxer Graziano Rocchigiani. Ja. Der Schauspieler Martin Semmelrogge. Der gerade im Knast sitzt, aber allerdings auf Freigang ist. Martin Scholz, Bandmitglied der Boy Grand Touché, der ehemalige Mädchenschwarm, oh Gott. Sabrina Setlur. Eine der erfolgreichsten deutschen Rapperinnen aller Zeiten veröffentlichte vor 6 Jahren ihr letztes Album. Lucy Diawowska, No Angels Mitglied. Okay, No Angels sagt mir was. Natascha Ochsenknecht. Frau von Uwe Ochsenknecht. Percival Duke. Mitglied der letzten Beweisstaffel. Jenny Elvers Elsenhagen. Die steht gar nichts drin. Ich weiß gar nicht, wer da alles drin ist. Das könnte jetzt sein, dass die da drin sind. Es könnte sein, dass das nur Vermutungen sind. Offenbar wurde ja auch vermutet, dass irgendwie Pamela Anderson oder dergleichen da mitmachen. Warum sich David Hasselhoff auf diesen Scheiß eingelassen hat, frage ich mich jetzt noch. Ganz ehrlich. Naja, der ist ja sowieso schon wieder draußen. Und ich kann jetzt noch kurz den Job besuchen, um ein bisschen was zum Gelabere hier beizutragen zu dem Spiel. The Habit. Ja, The Habit ist ganz gut. So. Wir haben erstmal einen extrem langsamen Willow, der jetzt wieder ein bisschen schneller wird. Hau rein die Scheiße. Okay, hau weg die Scheiße, heißt es ja manche, aber eigentlich auch nicht. Würdekurs. David Hasselhoff offenbar wirklich die einzige Berühmtheit. Alle anderen haben mir nichts gesagt. Absolut nichts. Nada. Okay, No Angels sagt mir was. Das sagt. Ganz ehrlich, das hat gerade gesagt. Bombe verschwendet. Dann. Moderiert, wie gesagt, von Oliver Pocher. Mein absoluter Lieblings. Was macht der eigentlich? Prostituierter. Rent a Pocher ist das letzte, was ich mir angeschaut habe und das irgendwie auch relativ neu war. So, neue Münze, Raum, reinschauen. Not worth. Dann viel zu dem Krampf gibt es eigentlich schon gar nicht mehr zu erzählen, weil ich nicht viel darüber weiß, weil es mich nicht interessiert. Ich wollte es trotzdem mal ansprechen, weil ich mich aufregen wollte. Was ist denn das? 9 Minuten? Und aus irgendeinem Grund sind die Games, oder ich glaube,
glaube mich zu erinnern, dass die zwei Games, wo ich die Mutter getötet habe, beziehungsweise bis zum Herz gekommen bin, ein Part, wo ich ein Thema hatte am Anfang. Hoffen wir es nicht, weil so viel Zeit habe ich nicht. Wir haben jetzt beziehungsweise 20 Minuten habe ich noch Zeit. Book of Sin. Das war. Ja, es gibt mir jedes Mal ein Seelenherz. Ist recht praktisch. Probieren wir einfach mal, ob hier der Geheimraum drin ist. Nein, ist er nicht. Egal, dann rennen wir einfach mal zum nächsten Gegner. Das Schöne an dieser Kombination mit Murderer, oder wie man das ausspricht, und Book of Sin. Achso, es gibt uns immer ein anderes Item. Ich dachte, es gibt uns immer ein Seelenherz. Noch eine Bombe. Kompletter Herzcontainer, es wert war 25 Münzen zu bekommen. Kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall, Book of Sin ist offenbar trotz alledem ein ziemlich cooles Item, wie ich sagen muss. Da wir keine negativen Pillen mehr bekommen können, sind Pillen natürlich jetzt immer gern gesehen. Am besten wäre es halt jetzt noch so eine Helfer-Abpille. So. Full Health, ja. Bekommt das. Hier könnte der Geheimraum sein. Hier ist der Geheimraum. Münzen. Wir haben immer noch 25 Münzen, was jetzt nicht schlecht ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Ebene. Jetzt haben wir halt nur noch 4 anstatt 6 Seelen her. Herzcontainer. Spielraum und daraus dann weiteren Herzcontainer zu ergattern, wäre halt auch jetzt ziemlich cool. Schon wieder ist jemand auf Skype online gekommen. Weiß ich jetzt selbst noch nicht, wo ich doch weiß, wo die Sachen sind. Eine Münze, eine Bombe für zwei Bomben. Ist worth. Aber ich möchte mal etwas probieren. YOLO. Brimstone. Jetzt wird's so ein bisschen hart. Brimstone ist ein Item, das muss man aufladen. Es ist so ein komischer Laser, ist immer recht krank, der Damage. Aber gegen solche Gegner auf jeden Fall nichts, was man empfehlen kann. Wir bekommen eine Münze. Und natürlich wird der Scheiß. Ja, okay, Brimstone war jetzt nicht unbedingt die beste Wahl, die wir hätten treffen können. Egal, wir hatten ziemlich gute Items. Ja, Brimstone. Ich dachte mir, worth it. An sich nur für ein Herz und kein Herz und kein zwei Herz Container, was an sich im Teufelsraum kostet. Das ist ein Teufels-Item. Hat man wahrscheinlich auch gesehen, weil ich schwarz geworden bin. Ich hatte ein Thema, ich habe ein Part, Serio.